Sarah, willkommen in Novo Mesto. Die Rückkehr an einen speziellen Ort auch für Sie hier? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich schon gefreut, dass ich jetzt wieder zurückkommen kann nach Novo Mesto. Ich verbinde da schon viel damit. 2011 war da meine allererste JWM, mein erstes Rennen auf der internationalen Bühne. 2013 war ich dann da bei der WM, 2015 der erste Weltcup-Sieg. Also es ist wirklich ein spezieller Ort und ich glaube, genau der richtige jetzt wieder anzugreifen. Hat das überhaupt eine Rolle gespielt bei den Überlegungen, wann Sie wieder einsteigen, dass es hier war, wo Sie so viele positive Erinnerungen haben? Ganz lang überhaupt nicht. Also es war wirklich ein schwieriger Sommer für mich und ich habe nicht gewusst, wann komme ich zurück, kann ich überhaupt wieder Hochleistungssport auf dem Niveau betreiben, wie ich es gerne machen würde. Ich habe auch nicht gewusst, passiert das in dem Jahr, passiert das im nächsten Jahr. Und erst die letzten Wochen habe ich gemerkt, dass es deutlich nach oben geht und es war doch eine relativ spontane Entscheidung. Und als ich dann aber mit den Trainern und den Verantwortlichen gesprochen habe und wir uns dann wirklich dazu entschlossen haben, okay, ich probiere es da in Novo Mesto, war das für mich schon schön, dass ich einfach weiß, ich komme da an einen Ort zurück, wo ich sehr viele positive Emotionen damit verbinde. Als wir uns Anfang Oktober gesehen haben, kamen Sie gerade aus einer Erkältung oder aus einer Krankheit zurück, waren aber voller Hoffnung und voller Vorfreude auf den Winter. Was ist danach passiert? Ich habe eigentlich wirklich einen schwierigen Sommer gehabt, schon von Ende Juli weg. Ich hatte einen Sturz beim Radlfahren, habe da so eine bakterielle Infektion, so eine Wundinfektion gehabt. Und von da weg war es immer holprig. Also ich habe mich wieder zurückgekämpft, habe wieder Probleme gekriegt, bin krank geworden, habe verschiedene komische Sachen gehabt, Komplikationen. Und es war einfach immer eine schwierige Phase. Und ich habe mich ganz lange einfach auch nicht fit genug gefühlt für den Sport, für den Leistungssport. Und bin dann bewusst noch mal rausgegangen, habe Pause braucht, einfach versucht ganz ruhig weiter zum Trainieren, auch wenn es vom Kopf her wirklich richtig zäh war und richtig schwer. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute jetzt hier stehen darf. Ich kann mir vorstellen, für einen Hochleistungssportler ist es das Schlimmste, wenn man kein Vertrauen mehr in den eigenen Körper hat, oder? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe mich immer auf mich selber verlassen können, auf meinen Körper. Ich habe gewusst, wenn ich möchte und wenn ich motiviert bin, dann kann ich alles schaffen. Und es war einfach eine Zeit lang anders. Und da ist mir einfach ein anderer Rhythmus vorgegeben worden. Und es war eine unheimlich schwere Phase für mich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt wieder anders ist und dass ich das überwunden habe. Fängt man da das Grübeln an? Wer würde da nicht zum Grübeln anfangen? Und als Sie langsam gemerkt haben, es geht wieder besser, wann kam dann auch die Motivation zurück, wieder zu sagen, okay, jetzt kontinuierlicher Aufbau und dann so schnell wie möglich auch wieder Wettkämpfe bestreiten? Ich glaube, ohne Motivation wäre es einfach gar nicht gegangen. Ich war immer motiviert, ich war wirklich jeden Tag motiviert, weil ich gemerkt habe, hey, so macht es keinen Spaß, ich will da wieder zurück, ich möchte einfach wieder fit werden, ich möchte mich gut fühlen, egal für was es dann reicht, ob das jetzt Leistungssport ist, ob das Biathlon ist oder einfach für den Alltag, aber das war eine Situation, ein Gefühl, das wünsche ich kaum und ich hätte nie gedacht, dass ich in so einer Situation mal komme und war aber trotzdem immer so motiviert, dass ich gesagt habe, hey, ich kämpfe dafür, dass es wieder besser wird und bin da schon kontinuierlich am Ball geblieben und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Hat man Gründe gefunden, wie das plötzlich kam? Ja, es hat schon mehrere verschiedene Gründe gegeben, aber ich glaube, das geht jetzt dann auch zu weit. Jetzt Novo Mesto an den Start gehen. Natürlich, wenn man Olympiasieger ist, möchte man relativ weit nach vorne kommen. Wie leistungsfähig ist denn Laura Dahlmeier jetzt? Für mich war es eine unheimlich schöne Phase im Herbst. Ich habe viel mit den Jungen trainiert. Ich war jetzt in Obertilli auch mit der Nachwuchsmannschaft, mit den Leuten von daheim. Ich war mit dem B-Kader unterwegs, im IBU-Cup und das ist sehr, sehr erdend. Also ich fühle mich aktuell nicht als amtierende Olympiasiegerin, die da jetzt zurückkommt und die Welt retten muss, sondern ich möchte einfach für mich ein paar schöne Rennen laufen. Ich möchte Spaß haben, ich möchte einfach zeigen, was ich kann. Möglichst schnell laufen, gut schießen. Ich habe jetzt überhaupt keine große Erwartungserhaltung. Ich habe mir versucht, jetzt selber überhaupt gar keinen Druck zu machen, sondern ich möchte einfach Spaß haben. Und ich glaube, das war das, was ich gelernt habe die letzten Wochen von den jungen Athleten. Wenn man jetzt so auf die verschiedenen Facebook-Seiten schaut und die Kommentare ihrer Fans, die sagen alle, oh Gott, ist das nicht zu früh und ja, nicht übertreiben. Und also ist es gar nicht so, dass die Fans erwarten, Laura muss gleich wieder gewinnen, macht es das Ganze ein bisschen leichter, dass man auch selber seine eigenen Ansprüche nicht zu hoch schraubt?
Ja, das ist schön, das zeigt einfach auch das Menschliche, die menschliche Seite. Und das ist auch das Statement, was ich nach außen geben möchte. Man darf jetzt einfach nichts erwarten. Vielleicht klappt es schon in einem Rennen, vielleicht in zwei. Aber ich fühle mich auch noch nicht so, dass ich jetzt einfach einen ganzen Weltcup-Winter durchballer. Dass das einfach schon wieder zu 100% passt. Ich merke, es kommt wieder zurück, Stück für Stück. Aber ich bin noch nicht bei 100%. Wie ist jetzt die Planung für die nächsten Wochen und Monate? Ja, so ganz konkrete Planung gibt es nicht. Ich glaube, man muss einfach immer schauen, situationsbedingt. Es geht ja dann doch oft recht schnell. Das Erste oder für mich das Allerwichtigste ist jetzt einfach, dass ich vor Weihnachten noch mehr Rennen bestreiten kann, dass ich schon mal sehe, hey, wo stehe ich, was funktioniert schon gut, was funktioniert vielleicht noch nicht so gut, wo kann man noch ansetzen, und im Nachgang werden wir dann einfach das weitere Vorgehen so gemeinsam bestimmen. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann für uns heuer einfach die WM, die ist relativ spät, die ist im März, und bis dahin ist doch noch recht viel Zeit. Wie groß ist denn jetzt die Vorfreude? Ja, ich freue mich riesig, einfach wieder zurück zum Sein. Ich habe es gestern schon gemerkt im Training, so viel, die gesagt haben, oh, welcome back und schön, dich wieder zum Sein und toll, dass du da bist. Und ja, das gibt einem doch ein gutes Gefühl, und ich freue mich, wenn es dann morgen losgeht.